Ich sage herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Web mit EB Talk von Erwachsenenbildung.at. Ich bin Wilfried Hackl von Conedu. Wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at mit Förderung des Bildungsministeriums und auch hier die Gastgeberinnen und Gastgeber heute für diese einstündige Online-Diskussion über ein für viele zunehmend brisantes Thema, denn es geht heute um Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung und wie man sie verbessern kann. Wer Sie sind, die hier teilnehmen und zuhören und mitwirken wollen, das und was Sie hierher führt, auch das können Sie uns alle gerne in der Vorstellungsrunde links unten auf Ihrem Bildschirm auch wissen lassen. Sofern Sie sich da noch nicht eingetragen haben, lade ich Sie herzlich ein, da kurz auch sichtbar zu machen, wer Sie sind und was Sie hierher führt. Und Sie finden auch am rechten Bildschirmrand etwas oberhalb der Mitte eine kleine Umfrage, wo wir schon mal gern wissen würden, aus welcher Perspektive heraus Sie sich für das Thema unserer Diskussion interessieren. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen ein Bild, sozusagen nochmal auf einer etwas verallgemeinerten Ebene, wie er hier heute mit dabei ist. Der Webtalk, das ist der zweite, den es gibt. Der Pilot Ende letzten Jahres war unseres Erachtens sehr gelungen, war ein neues Format, das wir hier gestartet haben und das wir im heutigen Jahr auch 3 bis 4 Mal wieder durchführen wollen. Dies hier ist der erste Webtalk im Jahr 2016, für den uns eigentlich beim ersten Webtalk schon sowas wie der Ball aufgespielt wurde. Da hat unter anderem damals unser Impulsgeber Lorenz Lasnik gemeint, die im Dunkeln, die sieht man nicht. Und das ist durchaus ein Zitat aus der Drei-Groschen-Oper von Brecht, das er hier verwendet hat, dass man hier auf das Thema heute durchaus übertragen könnte. Und es geht uns ein bisschen hier auch um Sichtbarmachung von Arbeitsbedingungen und ja, von Fragen, wo gibt es hier Ansatzpunkte. Dieses Thema beschäftigt uns auch schon länger insgesamt bei Erwachsenenbildung.at. Wir haben letztes Jahr ein Magazin Erwachsenenbildung zu dem Thema herausgebracht. Ja, freuen uns, das heute wieder sozusagen hier zum Thema machen zu dürfen. Im Übrigen auch haben uns Teilnehmerinnen beim letzten Webtalk gebeten, dieses Thema aufzugreifen, im Rahmen eines kurzen Feedbacks, das sie am Ende ausgefüllt haben. Und auch dazu sind Sie heute herzlich eingeladen, dann um 16 Uhr da nochmal uns wissen zu lassen, wie Ihnen dieser Webtalk gefallen hat. Kommen wir zum Thema, worum geht es heute? Zwischen Prekariat und Professionalisierung, Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung, so haben wir die Veranstaltung übertitelt. Von Adorno kennen wir diesen Satz: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und auf unser Thema umgelegt könnte das auch bedeuten, kann es eine gute Bildung, guten Lernerfolg geben unter schlechten, auf jeden Fall belastenden, schwierigen, von vielen auch als schlechter werdenden Rahmenbedingungen geben. Wenn wir es auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken, dann ist dieser Ruf nach Professionalisierung dieses Berufsfeldes sehr oft erschallt und auch sozusagen in Politiken gegossen worden. Wir sehen, dass oft nur sozusagen individuelle Professionalitätsentwicklung dabei herausgekommen ist. Die Trainerinnen und Trainer sind kompetenter geworden, sind wir es auch als Erwachsenenbildungsfeld und professioneller geworden. Das ist wohl auch eine der Kernthesen, die wir aus der letzten Ausgabe des Magazins ableiten können. Es ist ja so in der Erwachsenenbildung, dass hier kein Arbeitskampf zu beobachten ist. Selbstvertretung und Interessensvertretungen sind aufkeimende Phänomene der letzten Jahre. Aber mit geeinter Stimme wird hier noch nicht gesprochen und vertreten sich die Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner nicht. Und schließlich sind ja auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen hier nicht nur die, die das Umfeld gestalten, sondern auch betroffen sind. Gespräche in den letzten Wochen haben mir wieder gezeigt, dass viele von restriktiver werdenden Bedingungen berichten, wenn es zum Beispiel um zuschussfähige Kosten in Förderungen geht. Im Kontext ESF geht da gerade wieder ein Stöhnen durch die Landschaft. Das heißt, ja, da haben wir ein wahrscheinlich vielschichtiges Phänomen auch, um das es heute hier geht. Und ich habe nur wenige Aspekte davon angesprochen. Wenn wir uns einig sind, dass Profis eine professionelle Arbeitsumgebung brauchen, wie das in diesem Bild, das Sie hier bei uns eingeblendet sehen, sozusagen angelegt ist, dann ist natürlich die Frage, warum sind diese Arbeitsbedingungen für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner so, wie sie sind? Wie sind sie tatsächlich? Und auch, welches kreative Potenzial hat Erwachsenenbildung und haben Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, sich den damit verbundenen Problemen auch anzunehmen? Das virtuelle Podium, das wir für Sie heute zusammengestellt haben und zu dem wir eingeladen haben, setzt sich heute zusammen aus Peter Schlögl. Herzlich willkommen, Peter.
Er ist geschäftsführender Institutleiter des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung, dessen Gründung in den 70er Jahren ja auch unter Mitwirkung von Interessensvertretungen von Arbeitnehmerinnen erfolgt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Verberuflichung und wird uns da sozusagen Beobachtungen und Wahrnehmungen und Hintergründe zum Thema als Impuls für die Diskussion geben. Wir haben weiters hier eingeladen Birgit Aschemann, die heute hier vor allem auch eingeladen ist als die inhaltliche Herausgeberin der Magazinausgabe, die ich vorhin erwähnt habe. Die ist übrigens letzten Herbst unter dem Titel Blinde Flecken im Professionalisierungsdiskurs online gegangen. Birgit Aschemann hat aber auch als Forscherin in den vergangenen Jahren sich mit den Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung beschäftigt, mit dem Schwerpunkt auf Basisbildung, Basisbildnerinnen. Sie ist inzwischen auch eine Kollegin bei Cornelia. Ich freue mich, dass du dir auch Zeit nimmst, heute hier aus Strobl, glaube ich, auch mit dabei zu sein. Und als Dritte im Bunde haben wir Frau Sabine Schröder gewinnen können, mit uns die Diskussion zu bestreiten. Sie ist freiberufliche Kursleiterin in der Basisbildung und aktiv in einer Interessensgemeinschaft, die sich mit den Arbeitsbedingungen in der Basisbildung und in Kursen für DAF-DATS, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, auch befasst. Frau Schröder ist hier diesmal nur mit Foto im Standbild sozusagen zu sehen, weil die Webcam noch kurz vor unserem Termin hier leider den Dienst versagt hat. Ich freue mich, dass ihr alle drei mit dabei seid. Übrigens auch für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle drei haben auch ihre Ansichten und Einschätzungen und Expertise in dem schon erwähnten Magazin im letzten Herbst auch schriftlich sozusagen dargelegt, und das ist auch zum Nachlesen. Wir werden dann auch den Link noch in den Chat hineinposten, damit Sie das auch nachlesen können, wenn Sie Lust dazu haben. Wie geht der Nachmittag vor sich oder diese eine Stunde? Wir werden zunächst einen Impuls von Peter Schlögl bekommen, der eben Beobachtungen und Beschreibungen zur Thematik mit uns teilen wird. Dazwischen laden wir Sie zu einer weiteren kleinen Umfrage ein. Die erste übrigens sehen Sie hier noch rechts eingeblendet. Falls Sie noch nicht geklickt haben, mit welchem Interesse Sie hier sind, dann können Sie das gerne noch tun. Und dann ja, öffne ich sozusagen auch das Podium für Birgit Aschemann und Sabine Schröder, die so aus ihrer jeweiligen Erfahrung, aus ihrer Praxis, aus ihrer Forschung heraus berichten werden, und wir werden so in eine gemeinsame Diskussion kommen. Zwischen den dreien hoffe ich, Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier einfach sozusagen mit dabei sind, zuhören, zusehen können, können sich natürlich auch beteiligen. Die Vorstellungsrunde und die Umfragen habe ich schon erwähnt, da haben wir noch mehrere für Sie vorbereitet, und da lade ich ganz herzlich ein, dass Sie dann einfach mitklicken oder Ihre Statements hineinschreiben dazu. Wir haben dann auch einen Chat, wo Sie Fragen posten können, Kommentare zu dem, was gerade diskutiert wird, posten können. Wir werden nicht jedes einzelne Statement auch in die Diskussion des Plenums aufnehmen können, des Panels aufnehmen können, aber doch zusammenfassend immer wieder mal schauen, was läuft im Chat und wie können wir das vielleicht auch an hier unsere Fachleute weiterspielen, was Sie dazu sagen würden. Was wir noch für Sie vorbereitet haben, ist rechts unten ein Fenster mit Dateien zum Download. Da gibt es einige Texte und auch das erwähnte Magazin zum Runterladen. Wenn Sie Lust haben, weiter zu lesen zum Thema, dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, sich hier einfach die Dateien zu holen. Ja, wichtig ist vielleicht noch, wir zeichnen diesen Webtalk auf und stellen ihn anschließend auch zum Nachsehen zur Verfügung auf unserem YouTube-Kanal von erwachsenenbildung.at, damit Sie einfach Bescheid wissen, dass wir hier sozusagen das Ganze auch mitschneiden. Gut, das wäre es mal fürs Erste. Ich schaue mal kurz auf die Umfrage, Ihr Interesse hier für das Thema Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung. Aus welcher Perspektive ist das gegeben? Da haben wir eigentlich, naja, die größte Gruppe sind Sonstige. Das heißt, die haben wir hier nicht vorab klassifizieren können. Vielleicht sehen wir das noch aus der Vorstellungsrunde oder aus Ihren Statements, welche Fragen Sie da im Hintergrund noch beschäftigen. Wir haben auf jeden Fall auch eine sehr große Gruppe von Erwachsenenbildnerinnen im Lehr-Lern-Geschehen, wie wir das genannt haben, und auch eine große Gruppe von Studierenden oder Berufsinteressierten, die, wenn ich das richtig deute, wohl noch nicht in diesem Berufsfeld tätig sind und sich hier auch ein Stück Einblick wohl holen wollen. Ja, das ist das erste Bild, das wir haben. Ich würde sagen, ich leite über zu dir, Peter Schlögl, und würde dich bitten mal um deinen Impuls zum Thema. So, ich hoffe, man hört mich gut. Schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Ich warte jetzt noch, bis die Folien bei mir in der Anzeige
aktiv werden. Mein Auftrag jetzt ist ein bisschen das Feld zu öffnen und Ansatzpunkte für eine Debatte zu liefern, ausgehend von zwei Punkten. Das eine ist, ohne jetzt eine Detaildebatte über die Begrifflichkeiten Professionalität, Professionalisierung und anderes zu starten, einfach nur zwei wichtige Aspekte aus meiner Sicht. Der eine, der offensichtlich in der Tätigkeit selbst begründet ist, ein Hinweis, den und Adorno ist ja heute schon einmal genannt worden, von Adorno kommt im Hinblick auf die veränderte Rolle von Lehrkräften insgesamt schon früh in den 1970ern, die Verschiebung vom ehemaligen Schulmeister hin zu der Frage, worum handelt es sich denn eigentlich bei einer Person, die lehrt? Die Herausforderung, die Adorno sieht, ist, dass in den klassischen wissenschaftlichen Disziplinen immer ein fachlich-inhaltlicher Bezug da ist, der die Würdigkeit der Tätigkeit begründet. Nehmen Sie das Beispiel der Theologie, der Rechtswissenschaften, der Medizin. Und die Herausforderung, die Adorno sieht, ist, wenn jemand jetzt nicht Medizinerin, Mediziner ist, sondern in der Vermittlung medizinischer Kenntnisse, das schon ein bisschen in der Bedeutung zurückgestuft ist. Und sein Argument, das er dann einbringt, ist, dass der Lehrberuf grundsätzlich dann sich nicht aus dem Gegenstand selbst seine Autorität holen kann und sukzessive in die Rolle einer Dienstleistung rutscht. In der weiteren Rezeption von Obermann dann auch bezeichnet worden als die Frage, ist der Lehrende nicht mehr oder weniger ein Verkäufer, eine Verkäuferin von Kenntnissen? Und damit natürlich kommt sie in eine ganz andere Rolle als in ein würdiges Tätigwerden. Ein bisschen eingefärbt wird das Ganze noch, wenn man das vor dem österreichischen Hintergrund betrachtet, weil so ist es mir zumindest zugetragen worden bei Personen, die sich in touristischen Dienstleistungsberufen gut auskennen, wir weniger eine Kultur der Dienstleistung haben, sondern eher so eine Dienstboten-Logik, und dass Personen oftmals, die für uns tätig werden, einfach als Zulieferer wahrgenommen werden und durchaus auch nicht im Prestige sehr hoch angesiedelt sind. Also das ist der Versuch, das von der Tätigkeit her zu begründen, dass es durchaus problematisch ist, hier seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Eine andere Betrachtungsweise, eher eine soziologische, aus den Machtdiskursen heraus, der Versuch von Bourdieu, so ein bisschen zu beschreiben, wann eine Gruppe, eine Tätigkeit, er spricht natürlich, weil es sein Fachbegriff ist, vom Feld, wann ein Feld einen gewissen Grad an Autonomie gewinnt. Und er sagt, der Grad der Autonomie eines Feldes, seine Brechungsstärke, seine Übersetzungsmacht, das ist das Bedeutende. Und Brechungsstärke heißt, dass man eben nicht darauf angewiesen ist oder darauf zurückgeworfen ist, dass andere über einen verfügen. Im Umkehrschluss sagt er dann, umgekehrt zeigt sich die Heteronomie, also im Gegensatz zur Autonomie eines Feldes, wesentlich dadurch, dass äußere Fragestellungen, primär namentlich politische, halbwegs ungebrochen zum Ausdruck kommen. Es ist vorher schon das Wort gefallen, Förderprinzipien, Förderkriterien im Europäischen Sozialfonds. Andere Beispiele wären Anforderungen, die das Arbeitsmarktservice als potenter Nachfrager im Weiterbildungssektor seinen Dienstleistern, seinen Schulungspartnern gibt. Die Frage der Qualitätssicherung, die traditionell nicht aus den Erwachsenenbildungseinrichtungen heraus begründet worden ist, sondern als Vorgabe von außen gekommen ist. Qualifikationsanforderungen an Trainerinnen und Trainer, dazu werden wir sicher heute noch was hören, speziell im Bereich der Basisbildung. Also da tauchen eine ganze Menge von Aspekten auf, wo offensichtlich die Erwachsenenbildung nicht aus sich heraus Definitionen schafft, sondern von politischen Akteurinnen und Akteuren von außen dominiert wird. In der Professionalisierungsdebatte gibt es hier verschiedene Zugänge dazu. Da möchte ich gar nicht allzu viel ins Detail gehen. Wir kennen so Merkmale, die Qualifizierung macht es aus, typische Ausbildungen, ganz hochspezialisiertes Wissen, das nur in dieser einen Profession vorrätig wäre.
Denken Sie an die Pharmazie, an die Medizin, die Rechtswissenschaften, Theologie, Psychologie, die Professionen, die von sich aus hier ganz eigene Strategien fahren. Oder eine eigene Fachsprache, berufsständische Selbstrolle. Wer wird Medizinerin, Mediziner? Wer lässt dazu Architektinnen, Architekten an diese Bereiche, müssen Sie denken. Diese Merkmale sind alle relativ vereinzelt und die dann typenbildend sind. Nittel, Dieter Nittel, Pädagoge aus Deutschland, hat einmal probiert, so Merkmale zu gruppieren, an denen man den Grad einer Professionalisierung im Sinne einer kollektiven Fassung einer Gruppe von Menschen fassen könnte. Er spricht von Institutionalisierung, Verrechtlichung, Verberuflichung, Akademisierung und Verwissenschaftlichung. Über jeden dieser Begriffe könnte man jetzt intensiv sprechen. Bei der Institutionalisierung ist vielleicht besonders interessant und erwähnenswert, gibt es sowas wie Berufszusammenschlüsse. Bei der Verrechtlichung gibt es Regelmaß im Gesetz oder in Regelungen im Gesetzesrang, die den Beruf fassen, die Zugangsregelungen regeln oder anderes. Bei der Verberuflichung, das ist am schwierigsten, weil der Berufsbegriff ist so ein Alltagsbegriff bei uns, aber was er tatsächlich ausmacht, ist ein bisschen schwierig zu fassen. Aber da geht es ein bisschen darum, was ich zuvor geschildert habe. Was macht denn das Bündel von relevanten Tätigkeiten und Kenntnissen einer beruflichen Tätigkeit aus? Akademisierung und Verwissenschaftlichung klingt sehr ähnlich, sind doch unterschiedliche Dinge. Akademisierung heißt einfach, gibt es eine akademische Qualifikation, die Tätigkeit begründet. Bei der Verwissenschaftlichung, das finde ich fast das Interessanteste an dieser Aufzählung, ist, entsteht langsam so etwas wie ein komplexes, vielleicht auch evidenzgestütztes Wissen einer Gruppe von Personen, die in weiterer Folge vielleicht dann auch in akademischen Ausbildungsgängen oder Studiengängen vermittelt werden, aber wo nicht mehr jeder darüber verfügt. Früher denken Sie an das klassische Beispiel der Berufslehre. Ein guter Meister im Tischlergewerbe ist auch der Ausbilder und vermittelt das, was er kann, an andere. In der Erwachsenenbildung scheint dieses Vormachen, Nachmachen, Üben vielleicht nicht das adäquate Instrument. Da entsteht mehr. Aber diese Parameter sind eben sehr unterschiedlich geregelt in den verschiedenen Domänen. In der Erwachsenenbildung sehr brüchig, aber da kommen wir später noch einmal dazu. Wilfried Hackl wollte an dieser Stelle quasi einen kurzen Einschub machen und ich gebe das Wort einmal wieder an ihn zurück. Ja, danke Peter für die Rahmung einmal dieses Themas. Wir haben uns jetzt ja sozusagen auch beschäftigt mit, oder du hast dich befasst mit der Frage kollektiver Professionalisierung, wie hier auch ja zu lesen steht auf der Folie. Das heißt, wenn wir nochmal das Thema zwischen Prekariat und Professionalisierung sozusagen aufgreifen, dann gibt es hier natürlich eine erlebte Realität. Ja, wir als Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildner erleben, wie sich unsere Arbeitsrealität sich gestaltet. Und viele erleben hier auch Belastungen oder beschreiben sie und schwierige Arbeitsbedingungen, unter denen sie auch leiden. Und auf der anderen Seite sehen wir hier sozusagen Bedingungen, wo wir durchwegs sagen würden, ja, da ist viel sozusagen, was theoretisch benannt ist, aber wie wird dieses umgesetzt? Ja? Zum Beispiel die Verrechtlichungsdimension sozusagen, ja, um hier eine herauszugreifen. Uns interessiert jetzt aber nochmal, wie hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Online-Diskussion sozusagen zum Thema auch befinden. Und wir würden Sie einladen, an unserer zweiten Umfrage teilzunehmen. Wir haben ja eine sehr pointierte Frage für Sie vorbereitet, nämlich wenn man sagt, es gibt schwierige, es gibt belastende, es gibt herausfordernde Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung. Ihrer Erfahrung nach, in welchen Bereichen oder Aspekten von der Erwachsenenbildung sind diese Bedingungen besonders schlimm? Ja, also wir provozieren ein bisschen und bringen es auf den Punkt. Sie haben hier eine Zeile, wo Sie Ihre Antwort eingeben können. Einfach eine offene Antwort. Wir haben hier keine Kategorien vorgegeben, kein Klicken. Wir sind einfach neugierig, was Sie meinen. Wo ist hier sozusagen, wo liegt es am meisten im Argen? Und da kommen schon langsam Antworten herein. Ich hoffe, Sie sehen auch, die werden unmittelbar auch veröffentlicht. Da fallen die ersten Begriffe. Zum Beispiel Training, Stichwort bezahlte Vorbereitungszeit, ja.
Das ist sicher ein Thema, auf das die Sabine Schröder dann wahrscheinlich auch noch eingehen wird, nämlich an Bezahlung, Frauen- und Mädchenarbeit, also ein Gender-Thema sozusagen, auch das hier auch sichtbar wird. Kein Ausfallshonorar, ja. Da kann ich inzwischen durch die Episode erzählen, Episode ist gut, einer der Beiträge in dem Magazin, auf das wir uns heute auch ein bisschen berufen, war so ein anschauliches Beispiel von Trainerinnen, die in einem Interview mit Birgit Aschemann, ich greife da vielleicht vor, aber erzählt hatten, dass es eben den Fall gibt, wo man sagt, wenn ich krank bin, dann nehme ich mein Honorar und zahle es der Kollegin, die mich vertreten wird. Ja? Das heißt, also ein hohes Indiz für wirklich eine schwierige Situation, wo Ausfälle nicht kompensiert werden können, sozusagen. Das kommt ja noch in weiteren Antworten herein. Bezahlung als Thema hatten wir schon, Befristung von Arbeitsverträgen, Projektarbeit, ja, die sicher teilweise auch mit dieser Befristung zusammenhängt, Unsicherheiten, Kurzfristigkeit, AMS-Kurse werden hier speziell auch genannt, Berufsorientierung, Reisekosten, die wohl, nehme ich an, vielleicht auch dann nicht erstattet werden oder schwer abrechenbar sind. Nochmal Vorgaben auch des AMS, Scheinselbstständigkeit, Freiberuflichkeit als Scheinselbstständigkeit. Das sind so Aspekte, die hier hereinkommen. Ja, Sie können auch gerne noch weiter hier in die Umfrage hineinposten, wenn Sie möchten. Aber ich gebe an dieser Stelle mit diesem ersten Bild sozusagen aus dem Plenum heraus wieder zurück an Peter. Du hast ja auch so Perspektiven und Phänomene, die du beobachtest, auch vorbereitet, die du mit uns teilen möchtest. Und vielleicht finden wir da auch Zusammenhänge mit dem, was hier auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Erfahrung mit uns teilen. Ja, vieles von dem kommt mir bekannt vor und Sie werden es in den nächsten Folien in einer vielleicht anderen Formulierung wiederfinden. Ich habe in der Ausgabe des Magazins, die schon zweifach erwähnt worden ist, mit einem deutschen Kollegen von der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft einen Beitrag geschrieben, wo wir Phänomene benannt haben, die in beiden Ländern, in Deutschland und in Österreich, für die Erwachsenenbildung Bedeutung haben. Und ich springe sie jetzt einfach einmal durch. Unsere Wahrnehmung war, dass es in der Erwachsenenbildung erhebliche Einkommensunterschiede zwischen den Personen, die dort tätig sind, gibt. Aber insgesamt im Schnitt ein vergleichsweise niedriges Einkommen bei vergleichsweise hohem Bildungsniveau. Die erheblichen Einkommensunterschiede kommen daher, dass im Bereich Unternehmensberatung, betriebsinterne Trainings durchaus stattliche Honorare bezahlt werden. In der klassischen Erwachsenenbildung, den traditionellen Verbänden oder kleinen Einrichtungen und Vereinen hier die Situation sich ganz anders darstellt. Schon angesprochen worden auch Befristung, Projektarbeit, unzureichende Beschäftigungsstabilität, Befristungen, unstetige Arbeitsaufträge, wechselnde Vertragsformen, wechselnde Arbeitgeber, parallele Dienstverhältnisse. Damit ein bisschen korrespondierend, nicht nur, aber auch unterschiedliche Absicherungen in den sozialen Sicherungssystemen, Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung und vieles andere, einzahlen in verschiedene Töpfe und nutzen nur aus einem oder anderen. Weitere Phänomene, die vielleicht vorrangig gar nicht so aufdringlich sind, aber für eine Entwicklung des Feldes hohe Bedeutung haben, ist sowas wie eine Unterscheidung, das kennen wir in anderen betrieblichen Bereichen, zwischen Kern- und Randbelegschaften. Teams, die im Kern der Organisation tätig sind und da vergleichsweise bessere betriebliche Vertretungsstrukturen vorfinden, Betriebsratskörperschaften, anderes und auch die Möglichkeit des Zugangs zu Weiterbildung, speziell durch den Arbeitgeber bezahlter Weiterbildung und dann sogenannte Randbelegschaften, die entweder weil sie dezentral tätig sind oder eben andere Rechtsformen der Beschäftigung, freie Dienstverträge oder anderes haben, eben nicht in diesem Kern angesprochen werden. Dann haben wir noch die Schwierigkeit, dass die Beschäftigungsbedingungen wesentlich davon abhängig sind, in welchem Typ von Erwachsenenbildung man tätig ist. Wenn man jetzt ganz klassisch denkt an den Bereich der Schulen für Berufstätige im öffentlichen Schulsystem, Fachhochschulstudiengänge für Berufstätige, ist eine andere Situation, als wenn ich in einem kleinen Migrantenverein Sprachkurse anbiete oder ich in anderen Organisationsformen tätig bin. Vielleicht sogar dann
changieren zwischen Ehrenamtlichkeit oder Mischung von Dienstverhältnis, Ehrenamtlichkeit und anderen. Dann noch zwei Punkte, die ein bisschen mit der Verrechtlichung des Berufs zu tun haben. Die Erwachsenenbildungsorganisationen traditionell in Österreich haben eine Kultur, alle ihre Funktionen mit Eigennamen zu belegen. Beispielhafte Aufzählungen: pädagogische Mitarbeiterinnen, Lehrende, Trainerinnen, Dozentinnen, Bildungsmanagerinnen, Produktmanagerinnen, vieles, vieles andere. Das ist natürlich, diese Vielfalt mag für jede Organisation interessant und bedeutsam sein. In Summe führt es natürlich dazu, dass nicht so etwas wie fixe Berufsbilder entstehen, die Funktionen und Rollen klären. Die Bezeichnungen selbst sind dann oft für sozialversicherungsrechtliche Begründungen völlig irrelevant, und da muss drauf geschaut werden, worin die Tätigkeit besteht, wie groß die Abhängigkeit zum Finanzier ist und anderes. Da helfen solche Bezeichnungen alle nicht. Und da ringt man sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten in der Erwachsenenbildung nicht dazu durch, hier auch bestimmte fixe Funktionszuschreibungen zu machen. Und dann schon angesprochen, eine relativ hohe Deutungsmacht der, also die Einrichtungen in zweiter Reihe, die großen Nachfragerinnen, Nachfrager im Weiterbildungssektor, seien es die Unternehmen, sei es das Arbeitsmarktservice oder große Fördertöpfe, die natürlich dann in die organisationale Autonomie der Erwachsenenbildungseinrichtungen eingreifen und hier bestimmte Vorgaben machen, was zum Beispiel Qualifikation der Lehrende betrifft. Etwas, was sich die klassischen Professionen nie gefallen lassen würden. Niemand aus dem Berufsverband der Psychologinnen oder der Medizinerinnen, der Theologinnen würde sich von dritter Stelle vorschreiben lassen, was das fachliche Wissen ihrer Domäne ist und welche Person welche Funktionen übernehmen soll. Das ist ein typisches Merkmal. Ganz zu Beginn habe ich Bourdieu zitiert. Hier ist die Brechungsstärke der Erwachsenenbildung deutlich zu gering. Ob das an der Fragmentierung liegt oder eher am Gegenstand, das wird die Debatte hoffentlich heute ein bisschen aufzeigen. Damit bin ich schon gespannt auf die Ergänzungen, Diskussionen, und freue mich auf eine lebendige Debatte. Ja, vielen Dank, Peter, für den Eröffnungsimpuls, für unsere Diskussion hier auch. Man könnte ja so im Zuhören als Erwachsenenbildner durchaus so das Gefühl kriegen, ui, haben wir so ein sozusagen so ein schwaches Selbstverständnis, treten wir da zu wenig für uns selbst und für unsere Interessen und Rechte ein, bis dahin, dass diese Rechte ja noch gar nicht geklärt sind, wie wir jetzt auch wieder erfahren hier, und definiert sind. Das heißt, und wo Rechte nicht definiert sind und immer wieder verhandlungsspielbar werden können, muss man natürlich auch immer wieder neu um Rechte als solche ringen. Ich würde gerne einfach mal zum den Ball auch weiterspielen, jetzt an unsere beiden Diskutantinnen auch hier in der Runde, Birgit Aschemann und Sabine Schröder, um auch dieses Bild noch anzureichern. Vielleicht darf ich mich mal an dich wenden, Birgit. Du hast ja auch mehrere Jahre lang Erwachsenenbildnerinnen und konkreten Basisbildnerinnen und Basisbildner begleitet in ihrer Tätigkeit und befragt und beforscht sozusagen. Und die versucht, die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, auch zu beschreiben und sichtbar zu machen. Was bewirken denn so prekäre Bedingungen, wie sie jetzt auch Peter Schlögl schon beschrieben hat, beispielsweise bei dieser Zielgruppe, die, mit der du dich genau befasst hast? Ja, so, ich nutze die Gelegenheit auch gleich, um nochmal alle ganz herzlich zu begrüßen. Ich habe ganz viele bekannte Namen im Chat gesehen und freue mich wirklich über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der und die da dabei ist. Was bewirken diese Bedingungen? Es ist manchmal schwer zu sagen, was Ursache und Wirkung ist. Ich denke, geringe öffentliche Wertschätzung der eigenen Tätigkeit kann ein Element sein, aber natürlich auch Folge von schlechter Bezahlung und diskontinuierlicher Beschäftigung. Da greift eins ins andere und es sind einfach, also das Ganze ist eine multikausale Problemlage mit verschiedenen Facetten der Unzufriedenheit, die man dann auch findet. Ich habe viele einzelne Geschichten dazu gehört und eben auch
einen ganz guten Überblick gewonnen über die insgesamte Einschätzung. Mir erstaunt immer wieder, dass es relativ wenig Impulse zum Zusammenschluss oder vielleicht auch zu einer gewerkschaftlichen Aktivität gegeben hat. Also das ist was, was mir einfällt, was ich eigentlich immer erwartet habe oder länger schon erwartet habe, was diese Bedingungen bisher nicht bewirkt haben, ja, oder in Ansätzen nur bewirkt haben. Insofern bin ich auch sehr, sehr froh, dass es solche Initiativen jetzt gibt, wie sie dann Sabine Schröder bestimmt vorstellen wird. In erster Linie würde ich sagen, was bisher die Situation bewirkt hat, ist einfach eine erhöhte Unzufriedenheit in der Arbeit, über die Arbeit. Wobei man dazu sagen muss, dass trotzdem im Sektor Basisbildung die Gesamtzufriedenheit mit dem Beruf als solches trotzdem im Durchschnitt als hoch angegeben wird. Das ist ganz interessant, trotz einer hohen Unzufriedenheit mit den Bedingungen, mit der Bezahlung, mit der Absicherung, der sozial- und arbeitsrechtlichen Absicherung und auch der Planbarkeit des eigenen Berufslebenslaufs. Ja. Trotzdem gibt es eine hohe Zufriedenheit mit der Tätigkeit selber und mit den auch Beziehungsaspekten, also mit dem, was man sozusagen zurückkriegt aus dieser Arbeit persönlich. Und das ist sicher auch eine Tatsache, die mit der Gender-Thematik zusammenhängt. Also ich will da jetzt nicht das nächste Thema aufmachen, aber so eine hohe durchschnittliche Zufriedenheit trotz so schlechter materieller Bedingungen ist sicher was, was in einem Frauenberuf möglich ist und sonst nicht. Mhm. Aber ich will jetzt noch von einem zum nächsten springen, bitte. Darf ich kurz an dieser Stelle aufgreifen, weil ich finde es jetzt sehr interessant, was du sagst, im Hinblick auf das, was Peter Schlödl zu Eingang gesagt hat, so diese Frage sozusagen, haben wir als Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner Deutungshoheit über unser Handeln oder gibt es da nicht viel Fremdbestimmung auch? Ja? Da ist dann auch in der weiteren Ausführung auch dieser Begriff des Dienstboten sozusagen oder der Dienstbotinnen gefallen, die Dienstbotenlogik in der Erwachsenenbildung. Jetzt stellst du dem auch gegenüber so deinen Eindruck aus der Empirie und aus deinen Erhebungen auch bei Basisbildnerinnen, dass es so etwas wie eine subjektiv erlebte Deutungshoheit auch gibt, denn ist jetzt so, vielleicht, also so wie es deutlich seid jetzt mal, dass ich da einfach eigene Sinnzuschreibungen in meiner Tätigkeit habe, die auch wieder Zufriedenheit stiften. Gibt es da so artig irgendwie so einen Widerspruch? Wie siehst du das, Birgit? Naja, also insgesamt sind die Leute einfach, sage ich mal jetzt ganz pauschal, in einer herausfordernden, schwierigen Situation. Und damit muss man irgendwie umgehen. Ja? Und den Sinn und das Positive dann in Beziehungsaspekten zu suchen, kann ja auch Coping sein. Ja? Das kann ein Stück Bewältigung sein einfach. Ja? Also es ist schwer zu sagen, ist das jetzt schon ein Stück Deutungshoheit, ist das ein Stück Brechungskraft durch diese subjektiven Interpretationen, die das Feld entwickelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach ein Stück Coping-Mechanismen sind und ein Stück auch erfolgreicher Bewältigung einer schwierigen Situation, indem man sich dann trotzdem auf die gelungenen Aspekte konzentriert. Ja. Also ich habe wirklich also größten Respekt und größte Hochachtung da vor meinen Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Feld mit so viel Idealismus tätig sind. Und da spreche ich nicht nur von der Basisbildung, sondern auch vom AMS-Bereich, über den ich auch ganz gut informiert bin. Du hast das Thema vorhin auch noch weitergeführt in Richtung einer Gender-Thematik sozusagen. Ja, also was hat diese Situation auch damit zu tun, dass es ein sehr weiblich geprägter Tätigkeitsbereich ist, die Erwachsenenbildung? Ich habe den Eindruck gehabt, du bremst dann dein Argument ein. Ich würde es gerne hören, bitte. Ja, also ich denke, es ist halt jetzt einfach auch die Prekariatsdiskussion sehr laut und intensiver geführt worden in den letzten Jahren. Wobei man natürlich sagen muss, dass Prekariat ein Begriff ist, der im Kontrast zum Normalarbeitsverhältnis beschrieben worden ist, also beschrieben wird. Und dieses Normalarbeitsverhältnis sowieso für Frauen nicht die Norm war und ist. Also ich habe mir dazu jetzt die neueren Zahlen auch angeschaut. Es ist so, dass um die Jahrtausendwende oder so Anfang, also so um 2005 herum, noch ungefähr ja, über 85% der Männer so ein, oder um die 85% der Männer so ein Normalarbeitsverhältnis inne hatten, aber nur rund 50% der Frauen. Das heißt,
Es ist sicher so, dass Frauen eher sich abfinden mit diesem, aufgrund dieser historischen Gegebenheit, einfach ein sicher Stück eher, wenn sie selber in solchen Berufen landen, ein sicher Stück auch abfinden mit einer Situation, die ungünstig ist und unglücklich ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass häufig argumentiert wird, na, das sind die Vereinbarkeitswünsche, ja, weil Frauen doch aufgrund der traditionellen Rollenzuschreibungen bemüht sind, Familie und Arbeit unter den Hut zu bringen, suchen sie sich Jobs, die einfach hohe Flexibilität erfordern. Da möchte ich einfach diesen Argumenten, die man da häufig in der Literatur findet, heftig widersprechen. Es ist so, dass auch Frauen, die keine Kinder haben, in einem wesentlich höheren Prozentanteil in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen sind. Es ist nicht nur die Vereinbarkeit und zudem ist es so, dass die Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung und gerade im Bereich der Basisbildung, das ist der Bereich, den ich eben besser kenne, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht unterstützen, häufig nicht unterstützen. Ja. Oft gibt es da einfach eine sehr hohe Flexibilitätsanforderung, sehr unregelmäßige Arbeitszeiten und sehr hohe Unsicherheit, geringe Planbarkeit über Monate oder Jahre hinweg, die ja auch einer Vereinbarkeit zuträglich wäre, diese Planbarkeit. Und das ist einfach nicht gegeben. Also da gehen die Ursachen, warum Frauen in diesen eher prekären Berufen, so auch eben in der Erwachsenenbildung landen, die gehen weit über Vereinbarkeitsversuche hinaus. Da geht es, glaube ich, um ganz traditionelle Rollenzuschreibungen und einfach Machtverhältnisse, die unser Denken, Planen und Handeln so durchdringen, dass uns das gar nicht auffällt, dass man das nicht näher sozusagen hinterfragen, auch individuell. Wenn man sich entscheidet für ein Studium der Erziehungswissenschaft, wird zu über 90% von Frauen inskribiert, aufgenommen. Ja, Basisbildnerinnen sind zu über 95% Frauen. Also da kommen ganz Rollenzuschreibungen einfach, sind da ganz stark, die dann bewirken, dass man überhaupt sich auf das einlässt, ja, denke ich. Wenn ich das so zuhöre, ich den Eindruck, wir machen uns dann auch ein bisschen was vor, oder? Wir machen uns die Bedingungen, wir reden sie uns ein bisschen schöner, als sie sind, damit wir trotzdem diese Arbeit gerne machen oder erfolgreich machen können. Jetzt ist es natürlich andererseits schon so, dass man durchaus in vielen Gesprächen von Frust, von Zorn, von Ärger hört über Bedingungen, wie man sie vorfindet oder wie Frau sie vorfindet. Jetzt wende ich mich mal an Sabine Schröder. Da frage ich mich, ne, worüber zum Beispiel ärgert sich die Interessensgemeinschaft, die Sie vertreten, auch am meisten? Also ich muss mich zunächst entschuldigen, dass ich nicht zu sehen bin, aber zum Glück jetzt zu hören. Genau. Ja, also darunter sind viele Punkte, die Birgit jetzt schon angesprochen hat. Also es ist eine Forderung, die viel diskutiert wurde, betrifft vor allem die Vor- und Nachbereitungszeiten. Und das ist ja auch ein Punkt, an dem viel des anderen hängt, weil es dabei ja darum geht, dass ja, Kursleiterinnen deutlich mehr Arbeit leisten, als sie eigentlich in bezahlt oder als sie dann letztendlich angestellt sind. Also dass der Anteil an unbezahlter Arbeit, der dazukommt, um guten Unterricht und um auch mit dem eigenen Unterrichten zufrieden zu sein, dass das weitaus mehr ist als das, was sichtbar wird. Also es geht einfach darum, dass das Ganze sehr viel Zeit einnimmt, die nicht gesehen wird. Und da fallen eben die verschiedensten Dinge drunter. Also da geht es natürlich auch um Dinge wie Fahrzeiten, die entsprechend, wenn man sich anschaut, dass es oft Teilzeitbeschäftigungen sind, dann sehr hoch sind, wo sehr viel Zeitaufwand ist, wo es darum geht, dass viele Kolleginnen ja an den verschiedensten Standorten unterrichten, sehr mobil sein müssen, keine eigenen Büros zur Verfügung haben, kein Platz für diese Vorbereitung, die dann von zu Hause aus passiert. Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, aber ich würde sagen, dass sehr viel eben an diesem Verhältnis der bezahlten zur unbezahlten Arbeitszeit hängt. Und auch sehr viel an der Vereinbarkeit, von der die Birgit auch gesprochen hat, weil einfach eine Tätigkeit ist, die eben sehr viel mehr fordert. Und irgendwo stehen dann Kursleiterinnen vor der Entscheidung, ob sie dann nur das machen, für das sie tatsächlich bezahlt werden, oder ob sie eben persönliche Abstriche machen, also ob sie dann Zeit eben doch unbezahlt reinstecken, um ja den Teilnehmerinnen guten Unterricht bieten zu können oder auch selbst mit sich zufrieden zu sein.
Ich hatte wohl das Sinn, mein Mikrofon einzuschalten. Danke für das optische Zeichen, Birgit. Frau Schröder, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich auch sozusagen, wo kanalisiert sich auch sozusagen der Frust über solche Bedingungen, die einfach schwierig sind? Die Interessensgemeinschaft, in der Sie mitwirken, ist ja wohl so ein Ausdruck dessen. Wie ist es dazu gekommen, dass es die überhaupt gegründet wurde? Also es lässt sich, glaube ich, so genau, kann ich zumindest das gar nicht sagen, weil ich jetzt bei der eigentlichen Gründung noch gar nicht dabei war. Aber es ist doch so, dass immer dann, wenn Kursleiterinnen aus der Basisbildung oder aus den Dachstaatsbereichen sich bei Weiterbildung oder anderen getroffen haben, dass es natürlich einen Austausch gibt und dass der Austausch eigentlich zum größten Teil von Unmut und von Wut und Unzufriedenheit mit den Bedingungen geprägt war. Und dieser Zusammenschluss, also die Idee ist ja ein relativ loser Zusammenschluss von Kursleiterinnen, ist letztendlich daraus entstanden. Und es sind darin aber vor allem Kursleiterinnen, die sowieso auch in anderen Kontexten politisch aktiv sind, also die in dem ganzen Themenbereich, wo es auch um die Unterstützung der Teilnehmerinnen, was andere Fragen angeht, oder ja, politischen Aktivismus in dem Bereich gibt, die sowieso dort vernetzt sind und die sich dann eben auch zu der EG zusammengefunden haben. Und ich habe gesehen, Sie haben ja auch Ihre Forderungen inzwischen publiziert, ja, der aus der Interessensgemeinschaft. Wir haben übrigens diesen Forderungskatalog auch hier bei den Download-Dateien auch mitgelistet, falls das jemand nachlesen möchte. Jetzt sind Forderungen das eine, das andere ist natürlich auch, was bewirkt man damit, wie ist diese Resonanz darauf? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass was wie eine Selbstvertretung von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern eine wichtige Handlungsebene auch ist, um was an Arbeitsbedingungen zu verändern, wie ist so Ihr Zwischenresümee? Naja, das Ganze ist so, ja, was man vielleicht auch merkt, also es sind nicht alle Forderungen ausgearbeitet. Wir hatten im Laufe des letzten Jahres 5 Forderungen gemeinsam diskutiert, gemeinsam benannt, was ein durchaus schwieriger Prozess war, und es ist bis jetzt erst eine ausformuliert, und es hat eben auch damit zu tun, und daher vielleicht auch im Moment kein so positives Resümee, dass sich ja seit September das einfach einige Entwicklungen gegeben hat, die ja auch unsere Teilnehmerinnen und die Arbeit in den Kursen sehr stark getroffen haben. Einfach durch viele Flüchtlinge, Asylwerberinnen, die jetzt in den Kursen sind, dass viele Kursleiterinnen auch mit ganz anderen Herausforderungen gerade konfrontiert sind und auf ganz andere Weise Teilnehmerinnen unterstützen, solidarisch sind. Und dass das gemeinsame Ausarbeiten dieser Forderungen im Moment ein bisschen zurückgestellt wurde zugunsten von politischer Kritik oder dem Versuch, da Proteste, kritische Stimmen, ja, zu formulieren. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass das Arbeiten zeitweise sehr produktiv war und ja auch in Zusammenarbeit oder ein bisschen im Austausch vor allem mit der Birgit, also mehr Zusammenarbeit von unserer Seite wäre schön gewesen, aber dass der Birgit ja gelungen ist, eine Konferenz oder ein Wochenende des gemeinsamen Diskutierens zu organisieren. Und das ist für die EG natürlich dann auch wieder eine willkommene Plattform, weil wir in den letzten Monaten es kaum geschafft haben, uns zu unseren vorher sehr regelmäßigen Treffen zusammenzufinden, weil sehr viele Untergruppen dann mit anderen Dingen gerade sehr beschäftigt sind, unter anderem mit der Aktion Freifahrt, wo es um den Protest geht, dass die Zuschüsse für Fahrkarten für Kursteilnehmerinnen gestrichen wurden und andere Dinge, und die Wertekurse, Asylaufzeitgesetzgebung. Also es sind im Moment einfach sehr viele andere Themengebiete. Aber trotzdem ist es auch so, dass einzelne Kolleginnen es geschafft haben, den Protest, der teilweise in der IG dann formuliert wurde, in die Institute reinzutragen, wo sie arbeiten, und dort gemeinsam mit Betriebsräten zu arbeiten. Und wie ist die Rückmeldung dazu? Also ist das, ich nehme an, dass es natürlich Forderungen sind, die wollen wir, die Frage ist, wo gehören sie hin auch, und wie werden sie wahrgenommen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie was bewirken können damit? Ich sage es jetzt ganz pointiert, ja? ja, grundsätzlich ja. Also was bewirkt wird, ist, denke ich, dass an den einzelnen Instituten schon eine Diskussion angestoßen wird. Und natürlich führt das nicht dazu, dass Forderungen, so wie wir sie formuliert haben, dann sofort umgesetzt werden. Es wäre logisch, das zu denken. Aber es wird zumindest die Kritik reingetragen, und es entstehen dann langsam
Arbeitsgruppen, in denen bestimmte Punkte weiter diskutiert werden. Und es werden einfach mal bestimmte Dinge auf den Tisch gebracht, was vorher nicht so war. Und auch wenn diese Auseinandersetzungen teilweise mühsam sind, weil es ja auch wieder so ist, dass die Kolleginnen das in ihrer Freizeit vorbereiten, Dinge verschriftlichen. Ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass über lange Zeiträume zum Beispiel tatsächliche Arbeitszeiten notiert und dokumentiert wurden und dann bei den entsprechenden Besprechungen dann eingebracht wurden. Das ist natürlich, ja, es ist einfach auch Zeit, die dafür gebraucht wird, aber ich denke, dass sich schon etwas bewegen muss. Mhm. Vielen Dank mal, Sabine, auch für ihr Statement zur ersten Runde. Ich würde gern wieder eine Umfrage an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer freischalten. Wir haben jetzt ja in den Statements von Sabine Schröder und Birgit Aschemann einige Hinweise bekommen oder berichtet bekommen auch, dass es hier sozusagen auch eine Diskrepanz erlebbar ist und beobachtbar ist zwischen dem, wie Arbeitsbedingungen erlebt werden, wie sie auch objektiv beschrieben werden und wie wir auch etwas daraus für uns machen, dass trotzdem auch diese Arbeit für uns lebbar ist. Ja? Und die Frage, die wir Ihnen gerne in diesem Zusammenhang stellen würden, die wird gleich im Umfragefenster hier rechts wieder auch zu sehen sein. Denn die Frage ist ganz einfach, warum trotzdem Erwachsenenbildnerin oder Erwachsenenbildner? Warum ist das sozusagen mein Berufs- und mein Tätigkeitsfeld? Ja? Arbeiten Sie vielleicht auch trotz widriger Bedingungen gerne in der Erwachsenenbildung? Und warum dann eigentlich oder warum auch nicht? Ja? Das wäre die Frage, die wir jetzt an Sie haben. Und ich lade Sie ein, da wieder einfach offen Ihre Antworten hinein zu posten. Wir werden sehen, was da so rauskommt. Ja, sehr gerne. Das war eine spontane Antwort. Ausstieg schwer möglich. Mhm. Da lässt sich mutmaßen, ob das mit unter welchen Bedingungen das sozusagen so für jemanden noch aussieht. Ja. Ja, wir warten hier auf weitere Rückmeldungen zu dieser Frage. Tun Sie es trotzdem gern in der Erwachsenenbildung tätig sein oder auch nicht? Ja. Da kommt Freude. Auch in der Vermittlung bestimmter Inhalte sehe ich hier in einer Antwort, in einem Post. Da knüpfen sich natürlich viele potenziell auch weitere Fragen daran. Ja. Es könnte ja auch sein, dass man hier sozusagen sich auch innerhalb von Erwachsenenbildung verändert oder eben ein ganz anderes Arbeitsfeld sich sucht. Viele sind ja auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger und haben ja vielleicht auch noch andere Standbeine sozusagen potenziell zur Verfügung. Da schreibt noch jemand, das ist ein sehr innovativer Arbeitsbereich, der auch eigene Kreativität ermöglicht. Das lese ich wieder ein bisschen so mit diesem, wir haben auch eigene Deutungshoheit trotzdem sozusagen für uns in diesen Arbeitsbedingungen, unter denen wir tätig sind. Und die stiften auch sozusagen Sinn persönlich. Ja. Okay, Sie können gern weiter hier auch noch in diese Umfrage hineinposten, wenn Sie dazu beitragen möchten. Da ist noch eine Antwort hinzugekommen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene verdienen gute Bildung. Gesellschaftliche Relevanz fällt hier noch Ambivalenz auch in dieser Haltung zur Frage, wie tue ich mir mit meinem Arbeitsfeld? Ja. Fein. So, ohne weitere Standbeine wäre es nicht so angenehm, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, hat hier noch jemand gepostet. Gut. Ja, dann führe ich das wieder zurück an unser Panel, auch diese Eindrücke, die wir hier bekommen. Es bestätigt ein bisschen diese Ambivalenz, oder die wir jetzt in der Diskussion auch hatten. Es geht um Bedingungen, um Rahmen, um Kontext, um ob es jetzt ein gesetzlicher Rahmen ist, institutionelle Arbeitsbedingungen und so weiter. Und wir machen uns individuell auch ein bisschen immer auch das daraus, wie wir das sozusagen erleben wollen, ein Stück weit. Wir haben vorhin gehört bei Sabine Schröder das Argument auch, dass es hier darum geht, sich unter Kolleginnen und Kollegen ja eine Meinung zu bilden, auch sich zu vertreten, die Stimme zu erheben. Die Frage, die natürlich auch immer daran gebunden ist und die auch in unserem Gespräch da kurz angeklungen ist, ist, an wen richtet man dann auch hier Forderungen, an wen richtet man hier Rückmeldungen, damit sich Umstände auch verändern können. Einer der Errungenschaften der letzten Jahre, die es hier ja durchaus gab in der Erwachsenenbildung, die aber auch nur bestimmte Bereiche betrifft, ist ja beispielsweise der Barbe-Kollektivvertrag.
der hier seit einigen Jahren vorliegt und eine Reihe von Institutionen und damit auch deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch betrifft. Peter, gibt es von deiner Seite ein Resümee zu dieser Entwicklung des BABE beispielsweise? Ja, der Begriff der Ambivalenz ist natürlich da ein bedeutsamer. Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren in diesem Feld tätig und es war die erste Einführung eines Kollektivvertrags, bei dem ich erlebt habe, dass künftige Nutznießerinnen vor der Gewerkschaftszentrale dagegen demonstriert haben. Also ist ein ganz interessantes Phänomen. Vielleicht hat es daran gelegen, dass der Anstoß eigentlich nicht eine Bottom-up-Bewegung der Beschäftigten war, sondern eigentlich ein Selbstschutzmechanismus von Erwachsenenbildungseinrichtungen, die sich ein bisschen eine begründete Abwehr gegenüber Mitbewerbern, die ganz andere Standards fahren, bauen wollten und deswegen gegenüber dem AMS als Gruppe aufgetreten sind. Und diese Berufsvereinigung der Arbeitgeber privater Bildungseinrichtungen hat eben dann auch in einem Verfahren gegenüber dem Sozialministerium die Rechtskraft durchgesetzt und eine Satzung erwirkt. Ein ganz spannender Prozess, aber da hat sie sehr schön gezeigt, wie schwierig das ist, nachzuweisen, ob diese Gruppe überhaupt repräsentativ ist für das Feld, weil allein schon in der Statistik die Erwachsenenbildung keine eigene Kategorie ist, in der Beschäftigungsstatistik und anderen, sondern eine Restkategorie, wo sie sich mit Fahrschullehrerinnen und Sonder- und Heilpädagoginnen und vielen anderen zusammen gruppiert wiederfindet und man ganz schwer eigentlich beweisen kann, wie viele Beschäftigte gibt es denn da eigentlich. Also ganz schwieriges Feld. Ich glaube nicht, dass alles ideal gelöst ist, aber es gibt zumindest mal ein Rechtsmittel für bestimmte Bereiche, die stark im Arbeitsmarktqualifizierungsbereich sind, wozu Regelungen zur Vor- und Nachbereitungszeit zumindest einmal als Thema gesetzt sind. Ob jetzt die Balance noch gut oder verbesserungsfähig ist, dazu möchte ich keine Einschätzung treffen, aber es ist zumindest mal als Thema angekommen. Ich blicke mit Erschrecken auf die Uhr und stelle fest, unsere Stunde geht schon bald zu Ende. Deswegen würde ich gerne die Frage, die hier auch angeklungen ist, zu den Ebenen, an denen man ansetzen soll, nochmal aufwerfen und würde auch da unser Publikum nochmal bitten um eine Stimme. Wir haben eine letzte Umfrage für Sie vorbereitet. Wo soll man ansetzen? Was ist Ihr Resümee über diese eine Stunde Web-Talk jetzt? Von wo soll also eine Professionalisierung ausgehen, die auch mehr ist als eine individuelle Professionalitätsentwicklung, also mehr als Weiterbildung und so weiter, die wir als Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner in Anspruch nehmen können? Wir haben Ihnen hier eine Reihe von Möglichkeiten vorgegeben, wo hier die Ansatzpunkte sind. Und ich sehe, es wird schon fleißig begonnen, hier auch zu antworten. Ich trage es nebenbei nochmal vor, soll es eher auf der individuellen Ebene sein, einzelne Erwachsenenbildnerinnen, die sich hier betätigen und aktiv machen, die Stimme erheben, Interessensvertretungen, Interessensgruppen, Gewerkschaften, das könnte man auch ein bisschen miteinander sehen, aber wir haben es jetzt auch trotzdem hier auch mal aufgetrennt, oder sind es auch Dienstgeberverbände, die hier einen Ansatzpunkt darstellen, was Peter Schlögl gerade berichtet hat über den BABE, da war ja die Initiative durchaus auch eher auf der Dienstgeberseite sozusagen auch gekommen in dem Fall, oder politisch eher in der Förderschiene sozusagen oder überhaupt in der gesetzgebenden Schiene oder auch was anderes, woran wir nicht gedacht haben. Und während ich so hier die sozusagen die Antwortmöglichkeiten vorgetragen habe, habe ich den Eindruck langsam bekommen, wie hier ein Ergebnisbild. Und wenn ich das so auf die Schnelle deute, dann würde ich sagen, die hier dabei sind, sind zu einem hohen Grad der Meinung, dass wir gemeinsam sozusagen die Stimme erheben sollen als Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner und Erwachsenen, also Interessensvertretungen einfach eine relevante Form sind, auch damit umzugehen und anzusetzen. Sehr viele Antworten gab es hier auch, nämlich von 64% der Antworten auch dahingehend, dass es hier auch legislative Regelungen geben sollen, dass hier Vereinbarungen auch in den Gesetzesrang gehoben werden sollen, um bestimmte Dinge einfach auch abzurunden. Abrunden ist auch mein Stichwort noch. Ich bitte noch so meine letzte Runde an Statements, meinem Panel hier und würde vielleicht bei Birgit Aschemann beginnen, wenn du erlaubst. Ja, was denkst du, wo sollte man ansetzen? Ist dieses Bild hier für dich auch ein stimmiges?
Wir hören dich leider noch nicht, Birgit. Da war ich jetzt selber schuld, dass man mich noch nicht hören konnte, sorry. Ja, das denke ich, wirklich ein sehr stimmiges Bild, nämlich auch in dieser Ausgewogenheit. Nicht nur, aber auch an vorderer Stelle Interessensgruppen, die das allerdings nicht allein schaffen können, sondern von der legislativen Gesetzgebung und doch auch der Politik zusätzlich Support brauchen. Natürlich kann das nicht allein von Interessensgruppen kommen, aber dass die da in erster Linie aktiv werden sollen und wir uns insgesamt zusammenschließen müssen als in der Erwachsenenbildung Tätige, um was zu verändern, das steht für mich ganz außer Frage. Das ist ja auch das, was Sabine und ich im Kleinen tun werden, indem wir wieder in, oder jetzt uns in ein, zwei Wochen zusammensetzen und ich versuchen werde, einfach wirklich alle Vorarbeiten und Arbeiten, die ihr in der Interessensgruppe gemacht habt, gut aufzugreifen und einzuspeisen in unsere Veranstaltung, die dann am BIFAB stattfinden wird im September. Ich glaube, es ist schon genau der Link zur Veranstaltung Basisbildung als Beruf ist schon eingeblendet. Danke vielmals. Ich denke, wichtig ist einmal, dass dieser ganze Professionalisierungsdiskurs weniger akademisch geführt wird. Ja. Wenn man da ins Lesen kommt, stellt man fest, sehr viel deskriptive Arbeiten, die zu dem Schluss kommen, ja, die Verberuflichung ist halt nicht gelungen. Jetzt haben wir das gründlich beforscht und weiter im Programm, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Ich denke, das kann uns überhaupt nicht genügen. Es ist total wichtig, dass einfach die Arbeitsbedingungen besser werden. Nicht nur aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch, weil ansonsten die Funktionsfähigkeit des ganzen Sektors oder Feldes Erwachsenenbildung verloren geht. Wenn die guten Leute immer wieder weggehen müssen, dann kann man nie Qualität liefern, die man sie eigentlich wünscht und braucht, und um in dem Feld wirklich gut langfristig was zu bewirken. Was mich besonders auch freut, ist, dass die Basisbildung jetzt im Moment, denke ich, besondere Chancen hat, gute Chancen hat, durch die Initiative Erwachsenenbildung. Ja. Das wird jetzt vielleicht nicht immer so gesehen, aber die Initiative hat einfach einen integrierenden Effekt auch, lässt die Gemeinsamkeiten hervortreten zwischen ganz vielen Angeboten in vielen Einrichtungen und auch die Gemeinsamkeiten der Tätigkeiten und der Situation der Basisbildnerinnen. Von da aus ist es auch leichter, sich zusammenzuschließen oder vielleicht auch über die Steuerung des Programms, der Initiative, den einen oder anderen ja, vielleicht sogar Einfluss zu nehmen. Das wäre auch so eine Hoffnung, die, denke ich, auch im BIFAB, ich habe vorher gesehen, Christian ist bei uns, auch geteilt wird. Okay, ja, was ich weiß, ich sollte mich jetzt, ich sollte mich ganz kurz halten. Eines noch, ganz, ganz kurz auch. Was ich immer wieder mal beobachte, ist so ein Stück kritischer Widerstand aus den eigenen Reihen, sage ich mal. Also so aus einer Haltung, die sehr antihierarchisch, machtkritisch ist, auch vielleicht wissenschaftskritisch ist. Ja, aus dieser Haltung heraus zu sagen, wir wollen keine gemeinsame Stimme entwickeln und das wäre eine Standardisierung, und eine Standardisierung wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht uns ermächtigen als gemeinsamen Stand. Also das sind so Überlegungen, die natürlich notgedrungen aus den Grundgedanken der kritischen Erwachsenenbildung auch immer wieder auftauchen, aber für die Beruflichkeit der Erwachsenenbildnerinnen ist das fatal, und da denke ich, dass es einfach eine gute Form braucht, um damit ganz bewusst und vorsichtig und sorgsam umzugehen. So, und jetzt beende ich mein langes Statement. Es ist einfach ein sehr wesentliches Thema, denke ich, da fällt es dann auch manchmal schwer. Ja, vielen Dank, Birgit. Sabine Schröder, nach dem, was wir jetzt gehört haben und jetzt auch nochmal das Bild kriegen aus der Umfrage von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ich sehe, da ist das Bild nochmal eindeutiger geworden. Inzwischen haben 84% derer, die geantwortet haben, nach Interessensvertretungen gerufen. Das muss ja eine Bestätigung für ihre Arbeit sein, oder? Ist das sozusagen, gibt es da kreatives Potenzial in dieser Verbündung sozusagen und auch Meinungsbildung und des Stimmeerhebens? Naja, also es ist zumindest eine Bestätigung für die Notwendigkeit dieser Arbeit. Jetzt nicht unbedingt für das, was bisher schon geschafft wurde. Ich denke, da ist noch einiges mehr nötig und möglich, aber ja, zumindest die Notwendigkeit. Und ich finde aber auch wichtig, genauso wichtig den anderen Punkt. Also es kann nicht nur das alleine sein, weil es lastet auf den Großleiterin sowieso schon sehr viel. Und wir merken das auch an der gemeinsamen Arbeit in der IG, dass es einfach
sehr schwierig ist, eine feste Gruppe von Menschen zusammenzubekommen, die auch regelmäßig in der Lage sind, sich Zeit freizunehmen und auch dort noch unbezahlt Arbeit reinzustecken. Und deswegen bin ich einfach sehr froh, dass es diesen Rahmen geben wird im September, dass die Birgit das organisieren konnte. Und bin auch schon sehr gespannt auf die Zusammenarbeit dort und auf alles, was daraus dann noch hervorgehen wird. Also es gibt Formen und Rahmen, in denen hier eine weitere Auseinandersetzung auch Meinungsbildung stattfinden kann. Ich gebe nochmal zum Schluss an Peter Schlögl. Du hast uns den Rahmen aufgemacht für das Thema. Wie ist dein Resümee über unsere Diskussion? Ich nehme noch einmal Adorno her, quasi Tabus über den Lehrberuf. Ich glaube, wir haben auch eine gemeinsame kollektive Aufgabe, dass das Herstellen von professionellen Lehr-Lern-Settings für Erwachsene nicht etwas ist, was jede und jeder kann. Und daran müssen wir auch arbeiten. Das ist vielleicht auch schafft dann ein Fundament dafür, dass Arbeitsbedingungen besser werden und argumentierbar werden. Wir haben ein bisschen von der Schule angefangen, bis in die Erwachsenenbildung in Österreich, das Problem, dass eigentlich das eh alle können. Und wie gesagt, der gute Softwareentwickler ist genauso ein guter Trainer, genauso wie viele andere Bereiche. Da, glaube ich, müssen wir insgesamt auch noch ein bisschen Bewusstseinsarbeit machen. Dann sage ich vielen Dank auch für dein Abschlussstatement. Wir haben eine kurze Stunde mit vielen Anliegen verbracht, die in diesem Thema zwischen Prekariat und Professionalisierung in der Erwachsenenbildung als Thema sich auftun. Wir haben gehört, dass es Möglichkeiten gibt, sich hier auch weiter auszutauschen zu diesem Thema, konkret im Bereich der Basisbildung. Da tut sich was. Da gibt es ein Angebot einer Veranstaltung im September, auf die ich gerne auch nochmal hier verweise. Basisbildung als Beruf. Das ist eine Veranstaltung am BIFAB, auch wo Birgit Aschemann hier auch und eben Sabine Schröder mitwirken werden und Birgit Aschemann auch als Veranstalterin, Co-Veranstalterin mit dabei ist. Ich habe gesehen, im Chat gab es noch eine Forderung hier, die aus unserer Umfrage heraus sozusagen nochmal konkretisiert wurde. Auch da ging es auch um die Frage, ob man nicht auch gewinnorientierte Bildungseinrichtungen bei Ausschreibungen, bei der Vergabe von Bildungsaufträgen beispielsweise hier also zum Außen vor lassen soll. Diese Frage können wir jetzt leider nicht weiter vertiefen auch. Ich möchte herzlich Danke sagen, dass Sie sich Zeit genommen haben, an diesem Webtalk teilzunehmen und mit dabei zu sein. Vergessen Sie bitte nicht, wir posten Ihnen jetzt noch den Link zu unserer Feedback-Umfrage. Das sind nur 4, 5 kleine Fragen, wo wir um Ihre Rückmeldung zu diesem Webtalk auch bitten. Auch wir lernen weiter, das war jetzt der zweite Durchgang des Webtalks, den es auch wieder am YouTube-Kanal als Aufzeichnung zum Nachsehen geben wird demnächst. Wir teilen den Link dann auch in unserem nächsten Newsletter. Ich darf noch vorausschauend sagen, dass wir einen weiteren Webtalk schon in Planung haben. So, wenn Sie das gleiche erleben gerade wie ich, dann kriegen Sie gerade ein Fenster mit dem Link zum Feedback-Fragebogen. Wenn Sie Lust haben, klicken Sie dann einfach bitte die Fragen durch und sonst einfach das Fenster wieder weg. Der nächste Webtalk findet am 22. Juni statt und wir greifen wieder ein hochprekäres Thema auf. Diesmal geht es um Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Ein Thema, zu dem wir derzeit auch eine Serie auf Erwachsenenbildung.at betreiben, also eine Serie von Artikeln, die hier aus den Einrichtungen bespielt wird. Und bei diesem Thema wird unter anderem Bildungsforscherin Annette Sprung eine unserer Impulsgeberinnen sein. Die Komplettbesetzung ist noch nicht klar, aber die werden Sie dann noch auch erfahren in unserer Ausschreibung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind und sich diesen Termin vormerken. Ich sage herzlichen Dank fürs meinem Team hier, Peter, Birgit und Sabine, für die Impulse und für die Diskussion. Ihnen allen auch fürs Dabeisein und die Beiträge in diesem Zusammenhang. Und sage vielen Dank nochmal und wünsche Ihnen einen weiteren guten Nachmittag. Auf Wiedersehen.